Was geht ab, meine lieben Freunde Hamburg? Ganz das Florian, herzlich willkommen zu einer neuen alten Serie und zwar Become a Pro, die Spielerkarriere von Hamburg. Ganz das Flo und zwar werde ich das diese Saison nicht in der Bundesliga machen, nicht in der englischen Liga, nein, in der Super League in Dänemark bei FC Kopenhagen. Die sind ja aus der Champions League ausgeschieden. Bisschen unglücklich, wie ich finde, aber ja, die Galatasaray zu Hause sahen sie ganz, ganz schlecht aus. Dafür haben sie unentschieden zu Hause gegen Juventus gespielt und gegen Real hätten sie eigentlich auch gewinnen müssen. Ja, wir spielen auf Weltklasse, natürlich internationale Spiele an, weil Kopenhagen hat ja international gespielt. Wir nennen den Hamburger das Flo. Natürlich kommt er nicht aus Kasachstan, sondern aus Deutschland. Deutschland, ne? Blonde Haare hier, so einen schönen Iro, bisschen ja, so dunkelblonde Haare, sehr schön. Ja, warum ich Kopenhagen nehme? Das fragt ihr euch bestimmt jetzt, und zwar nämlich Kopenhagen, weil ich eine kleine Verbindung zu Kopenhagen habe. Kopenhagen hat eine Fanfreundschaft mit HSV und ab und an sind ein paar Kopenhagener hier, manchmal sind wir da drüben. Also das bringt schon ein bisschen Spaß. Hier kriegen wir die erste Nachricht von Trainer zur Zukunft beim Kopenhagen. Ja, er hat sich entschieden, uns auszuleihen. Das heißt, ich kann mir erstmal einen Verein suchen, wo ich mich ein bisschen aufbauen kann. Als Stürmer natürlich spiele ich übrigens. Ich werde aber trotzdem die ersten paar Testspiele werde ich auf jeden Fall mitmachen, um ein bisschen zu zeigen, was ich eigentlich drauf habe, dass der Trainer sich auf jeden Fall falsch entscheidet, mich auch zu leihen. Da kriegen wir auch schon das erste Angebot, das legen wir aber direkt ab. Das erste Spiel ist gegen Bristol Rovers, wir spielen in Weiß, Bristol Rovers in Lila, meine lieben Freunde. Ja, ich freue mich schon tierisch, warum ich überhaupt diese Serie mache. Ich habe eines Tages so überlegt, ich saß zu Hause, war es noch einmal FIFA und denke so, du hattest doch mal eine gute Folge, und zwar war das Become a Pro. Die kannst du doch einfach nochmal neu starten. Ich hatte auch an dem Tag richtig Bock auf Become a Pro. Ja, halt den Manager-Modus, den ich ja auch noch machen werde, der kommt auf jeden Fall auch. Seid gespannt. Da weiß ich noch nicht so wirklich, ob ich jetzt mit dem HSV mache oder nicht. Da bin ich mir noch nicht sicher. Aber jetzt zum Gameplay. Und zwar sind wir schon in der 26. Minute hier. Flo mit der Schussfinte schießt einfach mal drauf. Der Torwart kann ihn halten, abprallen. Und der Abwehrspieler kann ihn dann nicht so, ja, kann ihn dann klären. Wir sind in der 45. Minute, kurz vor der Halbzeit, 2 Minuten Nachspielzeit. Schöne Passstaffetten hier vom den Kopenhagen. Dann Flo jetzt mit der Schussfinte, sehr schön mit dem Schuss, müsste schießen und der geht ganz knapp vorbei. Wir kriegen Dribbeln plus 1, weil wir ein paar Spieler ausgedribbelt haben. Flo setzt sich jetzt hier durch im 16er, wird dann aber schön gestellt vom Torwart und der Torwart kann den Kanz nochmal aufnehmen. Schön gestellt hier vom Torwart, dann kommt ein langer Pass von Kopenhagen über die Außen. Flo läuft an der Seite vorbei und köpft das Ding rein, sehr schön gemacht von Flo hier. Abschluss plus 1, ein Tor, da macht er den Fisch als Jubel. Damit ist es auch das Spiel, das entscheidende Tor in der 70. Minute, 1-0 gegen Bristol Rovers. Ja, wir kriegen das nächste Angebot, da zögern wir ein bisschen von Sandhausen natürlich. Moin, Antoni von Sandhausen. Ja, das nächste Spiel ist Pack 12, habe ich das gerade richtig gelesen? Keine Ahnung, auf jeden Fall waren wir da nicht mit dabei, der Trainer hat uns auf der Bank gelassen oder bzw. auf der Tribüne, das Ding wurde 2-2 gespielt. Damit sind wir beim letzten Spiel dieser Serie. Mal gucken, wie das wird. Wir sind in der 26. Minute schon. Kopenhagen, jetzt setzt sich hier schön durch. Flo kommt es hier am Ball, müsste verschießen, wird aber abgeblockt und dann so ein lächerlicher Rückpass, da hätte man ja Boten der schmeißen können von den Kopenhagener Stürmer. Jetzt kommt hier Flo wieder mit einem schönen, kriegt das schönen Pass von Kopenhagen, wieder spielt Flo den schön wieder in die Mitte. Aber der Schuss geht nicht rein, der Torwart kann ihn halten. Dann kommt der Gegner jetzt hier rein und dann kommt eine üble Grätsche und dann geht das Ding da rein. Der Elfmeter ist damit drin. Freistoß, Flo passt nicht so richtig auf und kommt der Spieler nicht hinterher. Damit steht es 2-0. Da hat Flo diesmal richtig gepennt. Dann wurde ich ausgewechselt. Ja. Und damit war es das auch für das Spiel. 2-0. Denke ich mal, ist es dann auch geblieben. Aber meine lieben Freunde, da eins simuliert wurde, werde ich auf jeden Fall noch ein Spiel machen. Und zwar ist es diesmal gegen Brompy. Das ist ja so das Spiel in der Super League. Das ist auf jeden Fall jetzt schon Ligaspiel. Das ist so richtig das Spiel. Kopenhagen gegen Brompy ist immer ein knaller Spiel. Legendäre Spiele waren das schon. Also auf jeden Fall in der Super League, wenn man sich für die Super League interessiert, was ich auf jeden Fall tue. Auf jeden Fall jetzt Flo hier mit der Flanke rein. Und da kommt jemand zum Kopfball. Sehr schön, schön vorgelegt hier von Flo. Schöne Flanke hier von ihm. Stark gemacht von ihm hier. 13. Minute. Sehr schön. 1-4. Ganz schön früh. Schussversuch hier. Aber der Torwart kann den Ball halten. Ja, Flo kommt jetzt hier wieder an den Ball und schießt einfach mal drauf. Doch der Torwart kann ihn so gerade rausfischen. Der wäre gar nicht so schlecht gekommen. Schöne Aktion hier vom Torwart. Er steht immer noch 1-0 und wir sind jetzt so Mitte der ersten Hälfte.
beziehungsweise Ende der ersten Hälfte. Und Brombi mit der Chance, aber der geht ganz knapp vorbei. Damit sind wir auch noch immer noch in der ersten Hälfte und zwar in der 33. Minute. Ja, Schussversuch und sehr schön, schön gemacht hier, schöner Schuss von dem anderen Kopenhagener Stürmer. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber ist ja auch egal. 2:0 gegen Brombi, sehr schön. Und dann fast das 3:0. Damit, ja, 2:0 gewonnen. Ich würde sagen, das war schon mal ein ganz durchschnittlicher Start. Ich kriege hier noch ein weiteres Leihangebot, aber das werden wir auch ablehnen, denn das ist ein gutes Leihangebot. Ja, also, liebe Freunde, ich würde damit sagen, euer Hamburger Express ist erstmal raus. Und ja, ich hoffe, euch hat die erste Folge dieser alten neuen Serie gefallen. Seid gespannt auf der zweiten Folge, da wird nämlich der erste Transfer passieren. Ja, euer Hamburger Express ist erstmal raus und ciao. Was geht ab, meine lieben Freunde? Hamburger Express, Florian, herzlich willkommen zu einer neuen alten Serie von mir und zwar Become a Pro, meine lieben Freunde. Ja, und zwar werde ich das nicht beim HSV machen, nicht beim Zweitligisten, nicht in der englischen Liga. Nein, ich werde das in Dänemark machen. Dann kommt eine übelgrätsche Manager-Modus-Serie, genau. Nein, genauso wie,